Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zeppo Plays Psychonauts. Und zwar will ich euch mal was zeigen. Ich habe ja offscreen so ein paar Sachen ausprobiert. Und ich denke, ich habe eine Idee, wie ich hier weiterkommen könnte. Und zwar, wenn man mit dem Typen hier das Psychoportal verwendet. Also, wo habe ich... Ah, hier, mein Psychoportal. Dann kommt hier, der Typ hat zweifellos übel geistige Spinnenweben. Du wirst wohl nicht besonders weit kommen, solange du nicht den Spinnenwebentferner im Geschäft im Lager gekauft hast. Möchtest du es dennoch versuchen? Und nein, das will ich nicht versuchen, denn ich habe auch rausgefunden, wie man dieses Teil hier verwendet. Das kümmert kein Schwein. Ich spüre gar nichts. Ich denke, es gibt keinen Milchmann, das bildet sich der Typ nur ein. So, ja, ich lasse mich jetzt mal gerade von Linda zurückbringen. Was ich jetzt machen muss, denke ich, ist tief vergrabene Pfeilspitzen suchen. Dadurch haben wir hier diese Wünschelrute eben. Und die schlägt so ein bisschen aus, also der Controller vibriert, wenn ich in die richtige Richtung laufe. Also hier in die Richtung wohl. Okay. Hier scheint, nee, hier nicht. Hier schlägt es relativ stark aus. Das ist nicht die Pfeilspitze. Okay, jetzt bin ich hier und ich bin in der Nähe und jetzt muss ich den Button mashen. Und mein Arm tut schon weh, weil ich das schon ein bisschen gemacht habe. Und ihr werdet es vielleicht auch hören. Jetzt habe ich 675 Pfeilspitzen. So, dann muss ich wieder ein bisschen warten. Und dann fängt dieses Teil wieder an zu wabbern. Und dann muss man halt hier so rumlaufen. Und man muss halt in die Richtung laufen, wenn es vibriert, ist richtig, so in etwa. Und das, was ich jetzt hier machen muss, damit ich genug bekomme für den Spinnenwebentferner. Und dann würde ich in das Gehirn von dem Schließtypen hier gehen. Also, wenn ich schätzen würde, würde ich sagen, hier irgendwo muss was sein. Hier hinten vielleicht? Nee. Ja, ich weiß es nicht, wo hier noch was sein soll. Diese geistigen Spinnenweben, die man ausgraben kann, die geben teilweise irgendwie 50 oder sowas. Vor diesen Pfeilspitzen eben. Hier drinnen scheint was zu sein. Ah, ne. Hier irgendwo. Vielleicht hier. Also hier diese, die man sofort ausgräbt, das sind normale, die geben nicht so viel. Sonst habe ich eigentlich nicht viel gemacht aufs Screen gerade. Ich habe leider nicht herausgefunden, wie es eben weitergeht. Ich denke aber, es könnte eben mit diesem geistigen Spinnenwebentferner zusammenhängen, dass man den jetzt braucht, damit man in den Gehirn von dem Schließer reinkommt. Und dann, wenn man in dem Gehirn von einem Schließer ist, kriegt man vielleicht irgendwie die Tür auf. Das ist so mein Gedanke gerade. Das werde ich ausprobieren. Es könnte natürlich komplett falsch sein. Ich spiele das Ganze ja blind. Also, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Ich glaube, ich habe es mal am Anfang erwähnt. Ach, da wird mich wieder abfackeln. Nee, wird er nicht. Ich habe es, glaube ich, mal ganz am Anfang erwähnt, dass ich es blind spiele. So, jetzt leuchtet der Teil hier. Das heißt, hier in der Nähe, ich mesh mal wieder. Das müsste man, glaube ich, auch hören. Ich muss halt echt hart meshen, damit die rauskommen. Das ist irgendwie ein bisschen nervig, weil mein Arm schon wehtut. Also ich habe bestimmt schon 20 oder so von diesen Teilen quasi jetzt gerade offscreen rausgeholt. Hier dürften keine tief vergrabenen Pfeilspitzen sein. Und ja, das ist, was ich jetzt machen werde, bis ich 800 habe. Die geben ja teilweise echt richtig viel, die Teile, deswegen ist es schon okay. Und er sagt einem ja auch, also dieses Gebiet habe ich scheinbar schon abgegrast. Dann würde ich sagen, gehen wir mal an dem Löwen weitrangig vorbei. Ja, hier vibriert mein Ding wieder. Und hier vielleicht so. Warte mal, ich will erstmal von der Kugel hier runter. Hier könnte wieder was sein. Ja, hier ist relativ stark. Dann mesche ich wieder. Das müsste man gleich wieder hören. Oh, ist teilweise echt schwer, die Teile rauszubekommen. Das liegt vielleicht daran, dass ich zu weit weg stehe immer. Oder ich weiß nicht, woran es genau liegt. Jedenfalls. Ich spüre gar nichts. Hier dürften keine tief vergrabenen Pfeilspitzen sein. Ist das extremst nervig irgendwie, dass man die halt. Also ich meine, wofür hat man das Aufspürgerät, wenn man dann noch meshen muss wie ein Ochse? Also hier ist auch wieder irgendwo was in der Nähe. Ich bin noch nicht nah genug dran. Ich wollte nicht ins Empfang. Ich kann nicht mehr sprechen. Da wollte ich nicht hingehen, jedenfalls. Ich will ja, wie gesagt, die Pfeilspitzen hier rausholen. Wir schnappen uns wieder die Wünschelrute. Hier wird es. Nee. Irgendwo hier muss es ja eigentlich sein. Ich
Ich glaube hier. Ich spring mal hier über den Zaun. Ja, hier ist es am stärksten. Dann meschen wir. Komm schon. Oh. Ich muss mal runter von der Kugel. Ich glaube, es ist schwerer, wenn die Kugel da ist. Morgen habe ich einen Tennisarm, aber aus den falschen Gründen, ey. Komm schon. Oh Gott, das ist echt nicht, das ist echt anstrengend. Nee, ich bin nicht nah genug dran. Ich krieg das hier nicht raus. Vielleicht hier. Das ist halt auch... Ah, hier. Jetzt ist es, glaube ich, noch stärker. Ja, diesmal habe ich es wenigstens rausbekommen. Ja, 751. Jetzt habe ich aus Versehen das Teil weggetan. Ich sollte das Riechsalz nur dann anrühren, wenn ich in der geistigen Welt bin? Okay, ja, das ist echt... Ich spüre gar nichts. Das ist schlimmer als Workout, was ich hier gerade mache. Ja, hier sind keine Pfeilspitzen, das ist schon mal gut zu wissen. Da oben haben wir nach wie vor die Karte. Wenn ich jetzt eh schon wieder da bin, dann werde ich es nochmal versuchen. Und ich hoffe, dass mein Plan mit den geistigen Spinnweben, dass der richtig ist. So war das nicht geplant. Okay, okay. Jetzt vielleicht. Nee, da so komme ich da nicht hoch. Ich werde es nochmal versuchen, von der Seite hochzuspringen. Ich war schon oben und dann habe ich es noch vergeigt. Okay, jetzt haben wir die Karte uns auch noch geschnappt. Das heißt, wir können uns auch wieder ein Level abholen. Was ich auch gemacht habe, ich habe, glaube ich, weitere Schnitzeljagd-Gegenstände gefunden. Dann gehen wir doch mal zu dem Typen rein und gucken da mal nach. Also hier sind ja auch keine Sachen mehr, glaube ich. Ich spüre gar nichts. Genau. Hier dürften keine tief vergrabenen Pfeilspitzen sein. Ich spüre gar nichts. So viel dazu. Ich versuche jetzt, da kommen wir nicht vorbei, das heißt, wir müssen irgendwie hier lang gehen. Ich werde jetzt zurückgehen zu Agent Cruller im Laden eben. Oder ja, ich werde in den Laden zurückgehen. Hier könnte gut was versteckt sein. Probieren wir es nochmal hier. Okay. Aber wo? Ich glaube hier. Ne, hier ist es noch nicht. Wahrscheinlich weiter da hinten, kann das sein. Ne, ich weiß nicht, wo es ist, leider. Das ist immer sehr ärgerlich. Also das ist sehr ärgerlich gerade hier, dieses... finde ich auch gar nicht so geil, dass man hier halt so mashen muss und wie ein Ochse, damit man die Teile rausbekommt. In die Richtung noch ein Stück vielleicht. Ne, ich habe keine Ahnung, wo das Teil ist. Also irgendwie schlägt es hier aus. Aber ich weiß nicht, wo es hier richtig ausschlägt, dass man das Teil auch rausbekommt. Vielleicht hier so? Nee, auch noch nicht. Man sieht ja dieses Teil, also ich muss dafür drücken, damit das ausschlägt. Okay, hier war es gerade relativ stark. Nee, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Dann werde ich diese Pfeilspitze erstmal drin lassen. Ich will erstmal... Wo bin ich denn eigentlich? Ich will zu Agent Cruller in den Laden. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo... ja, der wird mich halt anfackeln, ne? Ah, ne, hier bin ich, glaube ich, sogar richtig. Also, grob. EPK und Wildnis. Und davon komme ich dann einigermaßen relativ schnell in den Laden, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, wenn ich jetzt hier hochgehe, dann sind wir quasi da. Dann sind wir im zentralen Lagerland und von dort kommen wir dann easy in den Laden. Wo ich ja eigentlich hin will, lauf. Ja, ich dachte mir schon, dass er mich abfackeln wird. Und ich habe nur noch 2 Leben. Es könnte also sein, dass ich irgendwie bald Game Over gehe, wenn ich noch zu lange in der Nacht rumturne. Ohne irgendwie Fortschritt zu machen. Und es fehlt, wie gesagt, noch ein bisschen für das nächste Level Up, was auch ein bisschen ärgerlich ist. So, dann gehen wir zu Agent Cruller und reden mit dem. Das ist mein letzter damit. Das wäre dann alles. Eigentlich wollte ich das Schnitzeljagd-Gegenstand eintauschen. Ich muss mal gucken. Also ich müsste... Schnitzeljagd-Gegenstände gefunden. 7. Ach, 8 Gegenstände. Okay. Okay. Cool. Sammle das mir heißt, Pfeilspitzen und komm dann wieder. Unterstützt den Einzelhandel. Einer fehlt noch. Wie viele Pfeilspitzen habe ich denn momentan? 751. Das heißt, es fehlen halt echt nicht mehr viele. So, dann gucken wir doch mal hier.
Ich spüre gar nichts. Ja, hier ist leider auch nichts mehr. Keine tief vergrabenen Pfeilspitzen sein. Ich glaube, ich mache das mal offscreen und dann ich komme dann wieder on, wenn ich dann die Pfeilspitzen habe und in das Gehirn von den anderen Typen kann. Würde ich mal sagen. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, damit geht's weiter. Ich habe jetzt genug Pfeilspitzen gesammelt, um diesen Spinnenwebentferner endlich kaufen zu können. Außerdem habe ich noch eine andere Sache rausgefunden, die werde ich euch gleich zeigen. Also die habe ich mir noch nicht wirklich angeguckt, die habe ich nur gerade rausgefunden, so. Hey, gibt's sie? Das so. Ist mein letzter, damit kann, das ist mein letzter Spinnenwebentferner. Ja, den wollen wir auch kaufen. Ich nehme es. Eine sehr gute Wahl. Okay, der Spinnenwebentferner, damit können wir ja, gut, das wissen wir alles. Wir können geistige, okay, dann bringen sie Spinnenweben mit dem geistigen Spinnenweben entfernen Psy-Karten umtauschen. Was kann ich sonst noch für dich tun? Damit kannst du. Das wäre dann eigentlich ein Psyk. Gut. So. Sammle mehr Pfeilspitzen und komm dann wieder. Außerdem gibt es noch eine andere Sache, die ich rausgefunden habe. Und zwar gibt es Speck. Da ist wieder dieser Geruch. Und wenn ich Speck habe, kann ich hier haben Sie ein Rad zur Lage. Haben Sie ein Rad zur derzeitigen Lage parat? Wir müssen zur anderen Seite des Sees. Dorthin hat Oleander das Mädchen gebracht. Agent Crawler, haben Sie ein... Wir müssen zur... Gut, der sagt mir, ich muss also über den See. Ich muss mich beim Hauptquartier neu sammeln. Roger, vorbereiten zur Extraktion. Und man kann damit zum Hauptquartier reisen. Mit diesem Speck, was... ja, weiß ich nicht. Mein Spinnwebentferner ist leer. Ich muss den Leuten mehr Spinnenweben entnehmen. Genau, damit hier können wir uns ein Level-Up eben noch schnappen. Warum habe ich den Spinnwebentferner jetzt ausgewählt? Den will ich nicht. Ich will doch... Hä? Hä, wieso? Ich bin auf der anderen Seite. Was soll das? Kann man den auch irgendwie wieder abwählen? Warte mal, ich muss mal ganz kurz in das Menü reingehen. Habe ich den jetzt immer ausgewählt? Scheinbar. Mein Spinnwebentferner ist leer. Ja, ich bin ich noch muss auf der. Den Leuten mehr Spinnweben entnehmen. Ich bin noch auf dieses Teil hier reingegangen. Ach, okay, jetzt geht's wieder. Ich wusste gerade nicht, warum man den Psy-Kern nicht reingetan hat. Ich wusste, dass ich noch Psy-Kern habe. Und ich wusste auch, Psy-Kraft-Upgrade erhalten, thermale Detonation. Deine Kraft der Pyrokinese erzeugt beim Ziel eine massive Explosion und steckt alles in Brand, was sich in der Nähe befindet. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall schon mal nicht zu verachten, sag ich mal. Und wir haben ein weiteres Gehirn bekommen. Ich habe nicht genug Psy-Karten für eine neue Psy-Aufstiegsmarkierung. Ja, damit würde ich sagen, ist es schon mal sehr gut jetzt. Jetzt wissen wir wenigstens, haben wir wenigstens eine Idee, was ich machen könnte. Und zwar, wir können eben in den Verstand von den anderen Typen einbrechen. Dass man sich jetzt hier diese ganzen Pfeilspitzen aus der Erde holen musste und sich dabei einen Tennisarm holt, weil das System so behindert ist. Ja, da kann ich wohl nichts dran ändern. Meine Energie aufladen hier irgendwo kann ich scheinbar auch nicht. Was etwas, naja, ärgerlich ist, sagen wir mal so, aber das ist ja kein Problem. So, jetzt können wir aber relativ schnell dorthin, wo wir eigentlich hinwollen. Und zwar in den Verstand von dem anderen Typen. Denke ich zumindest, dass wir da hinwollen. Das wäre so für mich gerade die logischste Erklärung, was man hier machen könnte noch. Ja, wenn ich hier erstmal rausfinden würde. Ach ja, genau, da hinten ist ja der Baum. Dann hätten wir das schon mal geschafft. Ja, muss ich sagen, das fand ich jetzt nicht so prall, dass man jetzt hier... Also, das hat jetzt ein bisschen gedauert, das zu machen. Und das war halt auch nicht sehr spaßig oder nicht sehr interessant, würde ich sagen. Es war halt einfach nur nervig, wenn man so will. So, dann überqueren wir natürlich den See und jetzt können wir bei dem endlich in seinen Verstand einbrechen. Das ist schon mal viel wert, dass es jetzt hier weitergeht. Und wir hier nicht mehr rumirren müssen. Das finde ich schon mal gut. Also ich denke zumindest, dass das Sinn macht, hier in den seinen Verstand einzubrechen. Ah, jetzt geht es auch auf einmal. Es gibt auch direkt eine Cutscene. Das passt ja alles. Ja, nicht schon wieder ein Ordnungsgerät. Dann haben wir das ja nochmal gerettet. Also ich hatte schon so die Befürchtung, dass ich keine Ahnung mehr habe, was ich machen soll. Aber es hat ja noch geklappt, glücklicherweise. Oh, ich laber gerade über die Cutscene. Ist doch perfekt, nicht wahr? Ja. Fast vollständig. Nur ein paar Teile fehlen noch. Ja, welches handelt denn nun vom Milchmann?
Das, welches das Tor der Anstalt öffnet? Es geht immer nur um den Milchmann. Verstehst du nicht? Ist das eines dieser 3D-Bilder? Da sehe ich nie was drin. Nein, du musst nur lernen, es so zu sehen, wie ich es sehe. Da ist etwas im Kühlschrank, das dir helfen könnte, die Welt so zu sehen, wie ich. Oh, sorry, ich trinke nicht. Vormittags meine ich. Killen alle, die ihnen im Weg sind. Hey, wo ist die Tür? Vorne. Wie meistens bei Kühlschränken. Ah, ich mag den Typen. Auch? Ja, ja, ja. Ich sammle erstmal die ganzen Trugbilder ab. Die ganzen Trugbilder ein, die sammle ich ja nicht ab. Und, ich dachte, ich hänge jetzt in der Spüle fest. Die Lampe, das könnte... Die Fischfabriken. Nee, das ist hier auch nochmal normal. Ja, ja. Ach, guck mal, hier können wir unsere Energie auffüllen. Vielleicht auch die Haare in meiner Nase. Dann zerstöre ich mal hier alles, so bevor ich zum Kühlschrank gehe, damit wir unsere geistige Energie wenigstens so ein bisschen wieder auffüllen können. Und vielleicht finden wir hier noch ein Secret oder so. Das wäre auch nicht verkehrt. Wer weiß, vielleicht müssen wir jetzt auch noch gleich gegen den Typen kämpfen. Richtig. Oder vielleicht auch Hernando. Wissen wir. Wenn ich's doch sage. Ich weiß nicht, wo der Milchmann ist. Ich will nicht wie Blei auf dem Tisch liegen. Die Graubreihe. Ja, wenn ich's doch sage. So, vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen. So, haben wir seine komplette Inneneinrichtung zerstört. Und ja, jetzt machen wir mal hier das Ding auf. Und da haben wir ein... ein weiteres Abzeichen gefunden. Endlich. Hellsehkraft. Ja, die ist, glaube ich... Mittels Hellsehen kannst du durch die Augen anderer sehen. Du kannst die Kraft entweder direkt auf Personen einsetzen oder auf Gegenstände in deiner Hand, die diese besondere Aura besitzen. Okay. Die Kühe bestimmen ich hab über Leib und Leben auf und die Fußballergebnisse am Samstag. Dann machen wir das doch mal. Okay. Tot? Der Milchmann ist tot? Ach Mist. Beim Kaufhausbrand umgekommen. Wusstest du das nicht? Zumindest wollen die Medien uns das weismachen. Ist er nun tot oder nicht? Geh zum Friedhof. Grab ihn aus. Oh, du wirst sicher was finden. Aber das ist weder Mann noch Milch. Ja, ja, ja. Killen alle, die ihnen... Vorsichtig! Sie beobachten! Immer! Klar! Okay. So, und wie finde ich jetzt einen gruseligen Friedhof in dieser netten, normalen Nachbarschaft? Gute Frage, aber ich würde sagen, dieser Frage widmen wir uns beim nächsten Mal. Mein Arm fällt nämlich ab, weil ich hier die Pfeilspitzen alle rausholen musste. Deshalb würde ich sagen... beim nächsten Mal kümmern wir uns darum, den Milchmann zu finden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Am Ende haben wir dann doch noch rausgefunden, wo es denn zum Milchmann geht. Ich bin sehr glücklich darüber. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.